Vielleicht viele von euch kennen die Kontroversität zwischen Bill Gates und der Automobilindustrie. Und die Dinge haben sich geändert, denn Computer und Autos sind eins geworden. Und daher gibt es jetzt viele Mikrocontroller und Computer in Autos. Und daher sind es Geräte, die genauso gehackt werden können wie normale Computer. Und das hat natürlich Sicherheitsimplikationen. Und der Vortragende wird deswegen darüber sprechen. Sein Name ist Thilo Schumann. Und ich bitte um Applaus. Applaus. Und er ist hier mit einem sehr alten Auto, einem wirklich alten Truck, einem Oldtimer. Ich bin mir nicht sicher, weil er das macht, weil er den modernen Autos nicht mehr traut oder ob das andere Gründe hat. Aber vielleicht wird er das im Vortrag erzählen. Das war mein Teil als Vortrag, als Sprecher, als Herald. Guten Morgen. Guten Morgen, ich möchte euch alle willkommen heißen. Und wichtig, trinkt alle mehr Wasser. Mein Name ist Thilo Schumann. Ich bin nicht direkt beteiligt an der Automobilindustrie. Ich arbeite mit Kenz. Ich habe mit verschiedenen Industrien zu tun, die was mit Autos zu tun haben. Um mit meinem Vortrag anzufangen, habe ich ein Video mitgebracht. Ihr kennt vielleicht sowas wie das hier. Also, das ist nur ein Video eines Automobilherstellers. Und ihr seht, es funktioniert nicht ganz. Und dann haben wir ein kleines Gerät, das zum Diagnostikanschluss angeschlossen wird, was in so ziemlich jedem Auto drin ist. Und wir sehen, er findet gerade den Schlüssel für das Auto heraus. Es benötigt eine gewisse Zeit dafür. Und dann magischerweise ist es möglich, das Auto zu starten. Das ist nichts wirklich Neues. Das hatten wir bereits seit Jahren. Und das Entscheidende ist, es funktioniert praktisch für jedes Automodell. Und man kann solche Geräte sehr billig in China kaufen. Und das passiert halt, wenn man, das ist wichtig, wenn man sich mit Autodiebstahl beschäftigt. Und deswegen jetzt die wichtige Frage, was ist Carhacking? Wir haben kürzlich sehr wichtige Reportage in den Medien. Wir sehen, dass es gibt Clubs, Leute, die Performance-Tuning mit Chip-Tuning machen, mit Firmware-Parametern, um die Leistung des Autos zu erhöhen. Wir haben andere, welches ermöglichen, neue Funktionalitäten im Auto bereitzustellen. Man kann kaufen von irgendeiner Webseite kleine Geräte, die man in den Diagnostikanschluss anschließen kann und dadurch neue Funktionalität aktivieren, die eigentlich nicht vorgesehen waren für das Auto. Und es funktioniert. Und dafür mussten sie natürlich die Reverse-Engineeren, die Firmware. Aber das ist etwas, was nicht in der Presse berichtet wird. Da sind natürlich einige Sachen, die halt bekannt sind. Man kann beliebige Nachrichten anzeigen lassen. Und da gab es auch einen Vortrag auf dem Kongress dazu. Dann auch noch den Kilometerzähler korrigieren. Das ist etwas, was Leute gerne machen, um den Wert des Autos zu erhöhen. Das ist natürlich auch Carhacking. Und Schlüssel neu programmieren für Autodiebstahl.
Und dann gibt es natürlich noch kabelloses Auf- und Entschließen, Aktivieren und Deaktivieren. Und es ist sehr gewöhnlich, nächste Folie. Und es ist ganz gewöhnlich, dass heutzutage alle das mit ihrem Handy machen. Und dadurch kann man dann halt Sachen aktivieren und deaktivieren. Und das ist natürlich nicht in Deutschland erlaubt. Und deswegen wird es in Deutschland, in Europa auch nicht angeboten. Es ist möglich, es ist verfügbar. Das ist etwas, was man ausnutzen kann. Und was auch die Diebe ausnutzen. Die neue Stufe ist jetzt erreicht. Ihr könnt das jetzt alles über das Internet machen. Remote ist nicht nur ein Wireless Remote, eine Fernsteuerung. Du kannst das über ein Android-Phone machen, du kannst das über eine Website machen. Für einen Tesla kann man das zum Beispiel über die Webseite angucken, wo das Auto ist, ob die Türen geöffnet sind oder geschlossen sind und all diese Dinge. Carhacking ist, hat jetzt also eine neue Stufe erreicht, weil im Augenblick inzwischen alles remote erreichbar ist. Warum ist das passiert? Was ist der Grund? Ich sagte bereits, ich arbeite in dieser Industrie seit 15 Jahren in diesem Bereich. Das ist Kern, das ist das Herz der Elektronik in jedem Auto. Das wurde ungefähr Mitte der 80er etabliert. Später in den 90ern kam ein neues Netzwerk, das nannte sich LIN, Local Interconnect Network. CAN war viel zu teuer, um alte Geräte anzuschließen. Darum wollten sie ein günstigeres Netzwerk haben. Und in den 2000ern kamen dann neue Netzwerk und Netzwerktypen, die etwas komplexer sind und manchmal etwas teurer, manchmal etwas komplexer als CAN. Das sind die Protokolle Byteflight, das von BMW benutzt wurde, FlexRay, das bei Daimler benutzt wird. Und inzwischen gibt es dann Ethernet. Das wird dann Broad Reach genannt, aber das ist tatsächlich Ethernet. Das ist zum Beispiel in der neuen BMW-Serie implementiert. Broad Reach ist etwas anders als Ethernet, weil es ein bisschen anderen physikalischen Ebene benutzt wird. Es braucht nur zwei Drähte, es muss etwas mobiler sein. Es soll günstig sein. Es sollte eben auch günstig sein, das ist auch ein Grund für die günstigere Transceiver-Technologie. Auf dem Level darüber ist es immerhin noch normales Ethernet. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen CAN und normalem Ethernet? Überall in den Medien ist zu hören, es gibt keine Security, keine Sicherheit in CAN. Beide sind Broadcast-basierte Transmission Types, sorry, das ist fachtechnologisch. Heutzutage mit 100 Megabit bis Gigabit oder vielleicht sogar bis 10 Gigabit haben wir nicht mal normalerweise keinen Broadcast mehr, sondern wir haben normalerweise nur noch Point-to-Point-Verbindungen. Aber wenn wir eine Broadcast-Connection haben, weil eh alles auf demselben Kabel haben, wie finden wir dann heraus, dass jemand sprechen darf? Hier ist ein Unterschied zwischen CAN und Ethernet. Es gibt einen Unterschied. Auf dem CAN-Netzwerk kommt immer die wichtigste Nachricht, kommt immer durch bei Kollisionen, während bei Ethernet können die Nachrichten zerstört werden oder verloren gehen. So, und wir haben eben Delays, wenn,
wenn wir eben diese verlorenen Pakete haben. Das haben wir in Kern nicht. Wie ist die Definition der Daten in Kern? Im Kern gibt es keine Definition, wie Daten auszusehen haben. Es gibt eigentlich nur 8 Bytes, die übertragen werden. Und man arbeitet im Augenblick an Methoden, um 64 Bytes zu übertragen. Die Struktur der Daten wird nicht festgelegt. Wir haben das natürlich im Internet eigentlich auch nicht. De facto haben wir allerdings TCP/IP als Standard. Nur früher, falls ihr euch noch erinnert, hatten wir verschiedene Data-Definitionen wie NetBIOS oder so etwas. Im Augenblick haben wir nur einen de facto Standard. Und im Kern haben wir diesen de facto Standard nicht. Dasselbe trifft auch auf Security zu. Wir haben natürlich keine Security auf dem Level bei Kern. Da wir keine Definition des Datenformats haben, haben wir eben auch keine Security. Wir haben das de facto aber in TCP/IP auch nicht. Überhalb von TCP/IP haben wir natürlich TLS, aber ja, wie ihr seht, ist also Ethernet und Kern schon auf eine gewisse Art vergleichbar. Der Anwendungsbereich ist natürlich unterschiedlich. Kern ist natürlich in Embedded Networks, also in während Ethernet eben überall benutzt werden kann. In jedem System, das wir täglich benutzen, in Fahrstühlen oder in Elektrofahrrädern von Bosch oder in medizinischem Equipment, haben wir auch Kern. Ein Ethernet, also eher für die Verbindung von Computern das, um High-Level-Daten auszutauschen. Wie ich jetzt gerade bei BMW erwähnte. Die anderen Protokolle wie LIN, also Local Interconnect Network, Plate FlashRay, sie sind alle auch irgendwie wie Kern, aber sind entweder simpler oder werden anders getriggert. Welche Protokolle werden jetzt bei Kern benutzt, wenn es schon keinen Standard gibt? Innerhalb der Autos, wenn wir gucken, gibt es keine Standards. Die meisten Autohersteller benutzen eigene Protokolle und man bekommt kaum Informationen darüber. Ausgenommen, man unterzeichnet tausende von Non-Disclosure Agreements, also sozusagen Geheimhaltungsverträge. Es gibt einen ISO-Standard für die Diagnostik, Diagnoseports. Wir haben von J1939 haben wir einen Standard SAE. Dann haben wir im Schifffahrtsbereich den Standard NMEA 2000. Wir können sehen, dass der Datenaustausch bei all diesen Protokollen ist im Wesentlichen Broadcast. Nur bei OBD2, nur dort haben wir direkten Datenaustausch. Wir haben, fragen wir, also haben wir Konfiguration? Nein, wir haben keine Konfiguration. Diese Übertragungen sind nicht konfigurierbar. Es wird so eingebaut, wie es gerade eben ist. Und wenn Sie irgendetwas ändern wollen, müssen Sie die Firmware austauschen, also die Elektronik austauschen. Das ein Unterschied ist zwischen der industriellen Welt und unserer Welt.
Was ist jetzt wieder mit der Security? Einige Autohersteller haben eine gewisse Sicherheit implementiert, wie Diebstahlskontrolle. Wir haben einige proprietäre Sicherheitsmaßnahmen implementiert, aber die sind nicht besonders schwer zu cracken. OBD2 hat nicht wirklich eine Sicherheit. Die haben eine einfache Zugriffssicherheit für Geräte implementiert. So, dass man zum Beispiel irgendwie eine Magic Number, einen Code eingeben muss. Aber wenn man den hat, kann man auch auf das Gerät zugreifen. Nein, die meisten dieser Embedded-Geräten haben wir das nicht. Innerhalb des Netzwerks in KSIVN führen wir Kontrolle aus. KSODB2 ist für Diagnostik. Warum haben wir jetzt diese Sicherheitsprobleme in Autos? Hier ein paar Zahlen. Die erste Mercedes E-Klasse, das sind jetzt sozusagen offizielle Nummern, die erste Mercedes E-Klasse hatte nur ein CAN-Network mit 7 Devices, mit 7 Geräten, in ungefähr 100 verschiedenen Nachrichten. Das konnten Engineers relativ gut behandeln und man konnte Fehler finden und das Ganze relativ gut kontrollieren. In der Serie mit W211 gab es bereits 5 Netzwerke, 52 Devices und über 4100 Nachrichten. Jetzt versucht euch mal vorzustellen, wie das von Ingenieuren gehandhabt werden kann. Keiner kann das mehr überblicken, weil das einfach schon zu komplex wird. Man kann so ein System eigentlich schon nicht mehr wirklich testen. Also sind offensichtlich in solchen Systemen Fehler. Viele der Autos, die schon zwischen 2002 und 2009 herauskamen, gab es eben Fehler und die führten eben zu Berichten in den Medien und einige waren eben auch unangenehm. Hier ein weiteres Bild, was ich von von einem Autohersteller bekam. Es ist eine Abschätzung von 2010. Wir reden im Augenblick über 30% der Funktionalität eines Autos, die Software gesteuert in einem Auto, und wir gehen davon aus, dass dieser Anteil weiter steigt. Wie ist das jetzt passiert? Wir haben hier unser reguläres Netzwerk. Hier, man sieht hier verschiedene Bereiche, Comfort-Netzwerke für Licht, Blinker. Wir haben einen anderen Comfort-Bereich für Klimatisierung, Sitzkontrolle und so etwas. Wir haben alles, was sich um Engine, also Motor, Antiblockiersystem und so dreht. Und dann und eben Multimedia. Alles war über ein Netzwerk ansteuerbar. Und zum Beispiel, wenn ich auf das Multimedia-Bereich zugreifen kann, hatte ich auf den ganzen Bereich Zugriff. Dann haben die ersten Autohersteller angefangen, diese Bereiche voneinander zu trennen. Und es gibt euch jetzt eine Art Firewall, so dass ich jetzt, wenn ich in einem Netzwerk bin, komme ich jetzt nicht mehr so leicht in die anderen Netzwerke herein. Diese Firewalls sind natürlich nicht besonders gut. Die haben Bugs, aber sie werden mit der Zeit besser. Ähm,
bei meisten Implementierungen von Board oder Ethernet. Die Uplinks dieser Bereiche werden mit de facto mit Ethernet-Links ersetzt. Und für die entsprechenden Bereiche habe ich entsprechende Gateways. Das bedeutet, Car-Hacking wird immer komplexer, aber da sind natürlich einige Autohersteller, da gibt es natürlich einige Autohersteller, die das dann wiederum nicht so schwierig machen. Also einige machen es leichter als andere. Diese Systeme, die wir eben hier gesehen haben, mit den verschiedenen Firewalls, das ist etwas, was wir im Augenblick in deutschen Automodellen finden können. Wenn wir jetzt zu anderen Automarken gehen, amerikanische oder italienische, dort finden wir immer noch auf dem Level, dass wir für alle Bereiche ein Netzwerk haben. Also muss man sich eigentlich nicht wundern, dass es diese Probleme gibt. Um jetzt hier nochmal durchzugehen, um zu zeigen, was in Car-Hacking in der Vergangenheit passierte. Car-Hacking wird seit ein paar Jahren gemacht. Wir haben natürlich einige staatliche Institutionen, die sich bereits seit Jahren mit Car-Hacking beschäftigen. Wenn du also jetzt zum Beispiel ein Opfer in einem... Also wenn man einen Geisel in einem... eine Geisel ist, dann kann die Polizei das nutzen, um mit dem Auto die Situation in den Griff zu kriegen. Und 2008 hatten wir die SafeCon-Konferenz, wo es dann um Security in Automobilkernnetzwerken ging. Die wichtigste Car-Hack, den ich gesehen habe, war ein Remote-Car-Hack auf der Usenet 2011-Konferenz in der USA. Es war genannt vollständige experimentelle Analyse auf Automobilangriffsflächen. Und die hatten eine Audiodatei und haben ein Auto mit dieser Audiodatei umprogrammiert und das System damit gehackt. Dann vor zwei Jahren, da hatten wir einen Vortrag über das Auto zu scripten mit dem Dashboard. Und letztes Jahr auf Black Hat hatten wir einen weiteren Vortrag von Miller. Und es war kein großes Thema, weil bei dem Exploit hatten sie direkten Zugriff zu dem Auto. Und früher dieses Jahr hatten wir den Car-Hack, wo das Connected Drive von BMW gehackt wurde. Und letzte Woche war das gleiche Thema, wo es zu General Motors passiert ist. Und mit all diesen verschiedenen Apps. Und was wir letzte Woche hatten, ich habe es noch nicht gesehen, aber wir hatten einen Vortrag dazu. Und Chris Miller und Charles C. Den Vortrag, den sie gegeben haben. Und ich denke, dieser Vortrag ist viel wichtiger als der Vortrag vom letzten Jahr. Sie haben einen richtigen, entfernten Hack gemacht. Einige erinnern sich vielleicht, denn in einigen Autos, da gibt es keine Firewalls. Und dann haben sie halt Bugs im Multimedia-Interface gefunden und hatten dann halt Zugriff auf alles. Und ich denke, dass nur 40 Minuten, das war einfach nur eine Übersicht über Car-Hacking. Und ich denke, wir werden viel mehr Car-Hacking in den nächsten Jahren sehen. Hauptsächlich von einigen obskuren Automobilherstellern. Und viele Hersteller
sind sich über diese Probleme bewusst. Und ich arbeite mit denen zusammen an sehr interessanten Sachen oder an einigen interessanten Sachen, um zum Beispiel Taxis und um Polizeiautos und Krankenwagen zu mit einem Blaulicht obendrauf, sodass der Motor weiterläuft bei solchen Autos. Aber es war eigentlich nicht so vorgesehen, aber wir müssen das halt machen. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich mit Carhacking beschäftigt. Und das ist etwas, was ich jetzt abschließen möchte. Und wenn ihr noch ein paar Fragen habt, die ein bisschen off-topic sind, kann ich auch gerne noch weiter ins Detail gehen. Applaus vom Publikum. Ich denke, wir haben hier jetzt viele Fahrer und da viel zum Nachdenken dann auch. Habt ihr jetzt ein paar Fragen? Dort vorne sind Mikrofone auf beiden Seiten. Geht bitte dahin und nehmt euch ein Mikrofon und fragt eure Fragen. Und hofft, dass die... Werden Autohersteller Software-Updates für die Autos bereitstellen? Da sind verschiedene Automarken, die Updates zur Verfügung stellen. Das ist hauptsächlich Tesla. Tesla hat gerade eine Pressemitteilung gegeben und haben bekannt gegeben, dass sie ein Update zur Verfügung haben. Ich weiß von keinem anderen Autohersteller, dass sie Security-Updates bereitstellen. Die ganzen etablierten Automarken wissen um die Probleme und wollen deswegen keine Remote-Updates bereitstellen. Sie wissen noch nicht, wie sie das implementieren wollen. Tesla sind im Augenblick die einzigen. Ich übernehme. Würde die europäische Schlüsselkarte, ist das ein Zugangspunkt zum Gateway oder kann man die Zugangskarte benutzen, um das Auto zu hacken? Da ist eine weitere Firewall. Wenn man solche Schlüsselkarten hat, in einigen Autos muss man nicht mal den Schlüssel in das Schloss packen. Man kann einfach diese schlüssellose Zugangssystem benutzen. Okay, sorry, Faden verloren. Es gibt verschiedene Kommunikationskanäle dafür. Niemand entwickelt im Augenblick irgendetwas für sich selbst. Irgendwas ist da von Bosch oder von Conti. Und es ist jetzt passiert in Deutschland. Es gab halt diesen Volkswagen-Hack. Und das Unternehmen, das diese Security von diesem Schlüssel bereitstellt, hat halt ein großes Problem in der Implementierung der Schlüsselherstellung. Und das Problem ist, dass diese Technologie wird auch von Chrysler und von Volvo genutzt und da gibt es im Augenblick ein großes Sicherheitsproblem. Als das als die Folien für diese Hack bereitgestellt werden, die werden erst im Herbst, im November wahrscheinlich kommen. Wisst ihr, wie sie Prioritäten im
Ethernet behandeln? Gibt es Wichtigkeitsstufen in dem System? Und wie behandeln Sie das? Weil in Ethernet gibt es keine Prioritäten. Das ist Teil des ursprünglichen Designs, weil das Netzwerk seinerzeit von Ingenieuren so gestaltet wurde, und es war im Wesentlichen eine Designentscheidung. Und in eingebetteten Systemen weiß man sehr genau, was man will. Man weiß, wie das Netzwerk aussehen wird, welche Geräte angeschlossen sind. Und deswegen gibt es keine beliebigen Geräte, die an das System angeschlossen sind, was natürlich anders ist als ein IT-Netzwerk ist, wo jeder beliebige Geräte anschließen kann. Und dann kann man halt mit dem Netzwerk sprechen, mit IP-Adressen und DHCP. Und das ist halt nicht Teil des eingebetteten Netzwerks. Und das ist auch BMW, die halt Ethernet im Auto benutzen. Da hat man kein TCP-IP in diesem Netzwerk. Man hat kein DHCP. Es ist ein eingebettetes Design-Netzwerk. Danke. Ich denke, alle Fragen sind beantwortet. Vielen Dank an alle für den Vortrag.